komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, lege ein treues, ungeteiltes Herz. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen euch mit dem Wochenspruch. Er steht in Johannes 12, Vers 32. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde auf der Erde, so will ich euch alle zu mir ziehen. Ja, ihr Lieben, wir sind nun wieder einmal im sogenannten Niemandsland angekommen. Am Donnerstag haben wir Himmelfahrt gefeiert. Jesus fährt zum Himmel auf, um zur Rechten des Vaters zu sitzen. Lässt er uns alleine oder lässt er seine Jünger alleine? Jesu Zusagen haben ewig Gültigkeit. Und so hat er seinen Jüngern zugesagt, den Heiligen Geist zu schicken. Die Kraft Gottes, die Leben gibt. Den Tröster. Ja, denjenigen, der die Kraft gibt, das zu tun, was Jesus von seinen Jüngern erwartet. Davon wollen wir heute hören. Aber zunächst einmal wollen wir ein Morgenlied miteinander singen. Das ist die Nummer 455, Morgenlicht Lovis.
Wir beten mit Worten aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht, ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Haare des Herrn, sei getrost und unverzagt und Haare des Herrn. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir. Wir bekennen dir unsere Schuld. Herr, du willst uns erhören. Du willst uns erhören, wenn wir zu dir rufen. Es gibt so vieles, was wir dir sagen wollen. Aber wir stehen uns oft selbst im Wege, weil wir mit unseren eigenen Problemen und Sorgen beschäftigt sind und meinen, wir könnten dies aus eigener Kraft bewältigen. Darum
sprechen wir nicht zu dir. Ach, Vater, wir bitten dich, nimm du uns die Scheuklappen von den Augen, damit wir wieder zu dir aufblicken können und dir sagen können, was uns bedrückt, was uns sorgt, aber auch das, wofür wir dir danken möchten. Du hast durch Jesus den Tröster versprochen, den Heiligen Geist, deine Kraft, die Leben schafft. Herr, wir bitten dich, sei du uns gnädig und höre uns, wenn wir aus freien Stücken zu dir beten, um uns unsere Schuld zu bekennen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich, bis die erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Gott, du bist gnädig und barmherzig. Du hast uns versprochen, den Tröster, den Heiligen Geist, deine Kraft zu senden. Dafür sind wir dir dankbar und geben dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern zugesagt, bevor du in den Himmel aufgefahren bist, dass der Heilige Geist kommt, dass eine Kraft kommt, die Leben schafft, eine Kraft, die wir anrufen können. Gib, dass wir das tun. Gib, dass wir spüren, dass du, der Herr, über Leben und Tod und auch über unsere Schuld bist. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Jetzt werde ich zu dem Vater gehen, der mich gesandt hat. Aber niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Ihr seid nur traurig, weil ich euch dies alles gesagt habe. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Stellvertreter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Wenn er kommt, wird er den Menschen dieser Welt beweisen, dass sie schuldig sind und ihnen zeigen, was Sünde ist und Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie mir nicht vertrauen. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er mir Recht gibt. Denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Gottes Gericht aber zeigt sich daran, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch sagen, was er hört. Er wird euch in Zukunft den Weg weisen. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir.
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Lob sei dir, o Christe. Lob sei dir, o Christe. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 131, O Heiliger Geist, O Heiliger Gott. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30. Der Geist Gottes kommt von uns dabei zu Hilfe. Wir sind schwach und wissen nicht einmal, wie wir angemessen zu Gott beten sollen. Darum tritt der Geist bei Gott für uns ein, mit einem Flehen, das sich nicht in Menschenworten ausdrücken lässt. Aber Gott weiß auch, was der Geist ihm sagen will. Denn der Geist tritt so für das Volk Gottes ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen, wenn jemand Gott liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, zu dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat. Gott hat alle, die er ausgewählt hat, dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Denn als der Auferstandene soll er der Erste unter vielen Brüdern sein. Alle aber, die Gott im Voraus dazu
bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und wenn er jemand berufen hat, dann sorgt er auch dafür, dass er vor ihm bestehen kann. Und wer vor ihm bestehen kann, dem gibt er Anteil an seiner eigenen Herrlichkeit. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus spricht hier vom Geist. Vom Geist Gottes. Was bedeutet dies? Was ist der Geist Gottes? Ist es eine unsichtbare Kraft, die wir nicht sehen können? Oder ist es etwas, wovor wir gar Angst haben müssen? Ja, ich denke, es ist wohl in beidem ein Stück Wahrheit. Natürlich, der Geist kommt von Gott, geht aus Gott hervor und aus dem Sohn. Aber der Geist ist auch etwas, das wir Menschen wie so vieles nicht verstehen und nicht fassen können. Daher ist der Geist etwas, was viele Leute oftmals in Furcht versetzt. Wenn wir den Geist als das sehen, was wir so landläufig unter Geist verstehen, ja, dann kann einem das tatsächlich unsicher machen. Ich möchte hier gar nicht unbedingt von Furcht sprechen, aber die Rede vom Geist ist für viele sehr schwer zu verstehen. Und gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, ich bezeichne diese Zeitspanne immer als Niemandsland, in dem die Jünger zusammen waren und beteten, aber sich aus Furcht vor den Juden versteckt hielten. Hier kommt die Furcht wieder zur Geltung, auch die Unsicherheit vor dem, was kommt. Denn dass etwas kommt, das wissen die Jünger. In der Evangeliumslesung haben wir das gerade gehört, dass Jesus das Kommen des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, angekündigt hat. Aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, was ist der Geist eigentlich für uns? Und was ist der Geist für die Jünger, die ja tatsächlich sich in dieser Zeit sehr klein und eben auch furchtsam verhalten, weil sie noch nicht erkennen können, was diese Kraft in ihnen bewirkt? Der Heilige Geist ist die tröstende Kraft Gottes, die uns erkennen lässt, wer wir sind, nämlich Sünder vor dem Herrn. Nun ist es immer schwierig, von der Sünde zu reden, weil dieser Begriff auch für viele gar nicht mehr verständlich ist. Die Sünde
ist das Misstrauen gegenüber Gott. Ja, das Ausschalten Gottes aus unserem Leben. Denn wer Gott aus seinem Leben bewusst fernhält, der kann sich gar keine Gedanken über sich selbst machen, weil er schlicht diesen Leitfaden nicht hat, den Gott uns gegeben hat, alleine schon in den 10 Geboten. Wer Gott in sein Leben einlässt, er kommt zwangsläufig zu dem Schluss, dass er die Gebote Gottes allein aufgrund seines Menschseins, so viel er sich auch bemüht, überhaupt nicht einhalten kann. Weil wir durch das Wissen um Gut und Böse, ich möchte es mal so sagen, vorbelastet sind. Wir wissen oder meinen zu wissen, was gut und was böse ist, aber wir können es trotzdem in unserem Leben nicht immer realisieren, weil Böses nicht nur in Werken geschieht, sondern eben oftmals hauptsächlich in Gedanken. Und die Gedanken sind frei, heißt es, das ist auch so, aber hier zeigt sich eben das, worauf ich eben schon mal hingewiesen habe. Wir sind Kreaturen, die das Leben, so wie Gott es von uns möchte, allein schon aufgrund unserer Veranlagung überhaupt nicht in der Lage sind zu führen. Was ist da zu tun oder wie sollen wir uns verhalten? Nun, Jesus gibt hier eine Antwort. Der Geist, die Kraft Gottes, ist der Tröster. Der Tröster, der uns die Kraft gibt, zu sehen, was und wer wir sind. Und wir erkennen durch diese Kraft Gottes, dass wir Sünder sind, dass wir Gott von unserem Wesen her nicht gerecht werden können. Befinden wir uns deswegen auch im Niemandsland? Ist deswegen alles aussichtslos? Nein. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns diese Aussichtslosigkeit durch seinen Kreuzestod zu nehmen. Er hat dafür gesorgt, dass wir aufgrund seines Todes vor Gott gerecht werden können. Und so sagt er am Schluss: Ihr seid nur traurig, dass ich fortgehe. Wir haben so ein Sprichwort: Wenn nichts Neues kommt, dann hat das Alte ewig Bestand. Oder auch wenn schöne Zeiten vorübergehen, die wir gerne festhalten würden, wissen wir, dann kommt nichts Neues. Und das ist auch das, was Jesus den Jüngern sagen will. Ich muss fortgehen, damit etwas Neues kommt. Dass der Stellvertreter in Form des Heiligen Geistes auf diese Erde kommen kann. Und wenn der Geist kommt, zeigt er euch, wer ihr seid und was ihr seid. Er macht euch bewusst, dass ihr Menschen seid, aber er gibt euch aufgrund der Kraft des Vaters die Gewissheit,
dass ihr in meinem Namen Dinge tun könnt. Dass ihr eben nicht mehr ängstlich sein müsst, sondern erkennt, wer ich bin und warum ich gekommen bin. Und genau das sagt Paulus auch der Gemeinde in Rom, die eben in diesen Dingen genauso ratlos ist. Der Geist Gottes ist die Kraft, die wirkt. Die zwar wirkt, wo sie will, aber die wir ohne Vorbedingungen anrufen können. Die Kraft des Heiligen Geistes gibt uns das Vertrauen, dass Jesus bei uns ist, auch wenn er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und wir ihn nicht leibhaftig sehen können. Der Geist Gottes zeigt uns, dass wir auch weiterhin mit Gott im Gespräch bleiben können. Die Kraft des Heiligen Geistes zeigt uns, dass wir trotz unserer Sündhaftigkeit und Fehlerhaftigkeit mit Gott in Verbindung stehen. Dass es eben nicht aussichtslos ist, dass unsere Situation, so wie sie ist, eine Zukunft hat, nämlich die Zukunft bei Gott. Der Heilige Geist weht. Wir können ihn aber anrufen. Aber wir können ihn nicht auf ewig festhalten. Der Heilige Geist möchte gebeten werden. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagen will. Seid mutig und habt Vertrauen. Denn wo ich bin, ist auch mein Vater und der Heilige Geist. Ihr wartet jetzt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dies ist an Pfingsten geschehen und das gilt für uns alle. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die wir, wenn wir sie für sich alleine sehen, eben nicht begreifen können. Aber wenn wir wissen und darauf vertrauen, dass diese Kraft aus Gott und dem Sohn hervorgeht, dann können wir verstehen, dass der Heilige Geist eben nicht etwas ist, wovor wir uns fürchten müssen, sondern in die Kraft, es ist eine Kraft, in die wir uns bedingungslos hineinlegen können, weil sie uns trägt wie die Flügel des Adlers, unter denen Geborgenheit ist und auf denen die Macht Gottes sichtbar wird, die Frieden und Leben in Fülle schenkt. Und deswegen ist auch diese Phase des Niemandslandes eben nicht aussichtslos, sondern voller Erwartung dessen, was da kommt, nämlich die Kraft Gottes des Vaters und des Sohnes, der Heilige Geist. Denn nur durch den Heiligen Geist ist Gott, ich möchte es mal so sagen, vollständig. Die Kraft Gottes ist der Tröster und der Lebensspender hier auf Erden. Und das ist gut so. Amen. Amen. Wir singen das nächste Lied.
Wir singen von dem angefangenen Lied 131 die Strophen 4 bis 6. Ich möchte euch Folgendes mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am kommenden Mittwoch zu unserem Lobpreisgottesdienst. Da geht es wieder um Josua. Dann zum ökumenischen Friedensgebet am Donnerstag und zum nächsten Gottesdienst zu den Pfingstfeiertagen. Und dieser Gottesdienst, der für beide Feiertage gilt, wird mit Abendmahl sein. Wie gesagt, herzliche Einladung dazu. Wir danken euch, dass ihr immer wieder mit uns die Gottesdienste feiert, dass ihr mit eurem Gebet bei uns seid und uns Kraft gebt. Ja, dass ihr durch euer Gebet auch dafür sorgt, dass wir weiterhin Gemeinschaft haben können. Dafür danken wir euch sehr herzlich. Wir blenden auch in diesem Gottesdienst wieder die Spendenkonten zugunsten der Ukraine und der Flutopfer ein. Wir danken euch für die bisher geleistete Hilfe und ja, bitten euch hier auch für weitere Unterstützung, die nach wie vor dringend erforderlich ist. Über eure Gemeindeämter und in den Präsenzgottesdiensten könnt ihr natürlich alle weiteren Kollektenzwecke erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten und nach jeder Fürbitte den Liedruf singen: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Frieden schafft. Lieber Vater, wir kommen durch Jesus Christus zu dir mit unseren Anliegen. Wir sind dankbar dafür, dass wir durch Jesus mit dir reden können. Ja, dass du uns zuhörst, wenn wir zu dir rufen. So bitten wir dich, nimm du unsere Bitten an. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Frieden schafft. Ja, Herr, wir bitten für den Frieden. Das ist das, was uns im Moment am meisten umtreibt. Wir sehen das Elend des Krieges um uns herum, nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit. Wir Menschen schaffen es einfach nicht, friedlich miteinander auszukommen. Und das gipfelt
in dem Schlimmsten, was wir uns gegenseitig antun können, nämlich der Krieg. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen um deinen Frieden, dass du das Elend der Menschen linderst, dass du diejenigen zur Einsicht und Umkehr bringst, die für das Ganze verantwortlich sind, dass du mit deinem Frieden, der für ewig Bestand hat und auf festem Fundament steht, kommst. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Frieden schafft. Ja, Herr, wir bitten dich für unser Land und für unsere Gesellschaft. Wir haben Ängste. Wir haben Ängste vor dem, was kommt. Wir sehen nur noch Gefahren um uns herum. Preiserhöhungen, die Corona-Pandemie, ja, das Spalten, das unsere Gesellschaft immer tiefer heimsucht. Herr, wir bitten dich, zeige du uns, was wir tun können, damit wir zum einen diese Ängste verlieren und zum anderen dazu beitragen können, dass wir in unserer Gesellschaft wieder fester zueinander finden, dass wir wieder miteinander reden, ja, dass wir wieder eine Diskussionskultur bekommen, in der wir die Möglichkeit haben, über Meinungen anderer nachzudenken und sie nicht von Grund auf zu verurteilen oder gar, dass wir zu bestimmten Meinungen gedrängt werden. Ja, Herr, wir bitten dich, für alle, die dafür verantwortlich sind, dass unser Leben gelingen kann. Wir bitten dich für unsere Politiker und Politikerinnen, dass sie auf dich hören und deinen Ratschlag ernst nehmen, dass sie wissen, dass sie gut daran tun, deine Wege zu gehen. Wir bitten dich, gib ihnen auch weiterhin die Geduld und das Augenmaß, dass sie die Dinge, die zu tun sind, so tun, dass es eben nicht zu Eskalationen kommt, sondern zu wirklichen Verbesserungen, die uns allen zugutekommen. Dich auch für deine Kirche der ganzen Erde. Gib, dass sie von deinem Geist erfüllt wird. Ja, dass Trennendes auch eins machen kann. Ja, gib, dass dein Wort in aller Deutlichkeit und Klarheit verkündigt wird. Gib, dass die Kirche Heimat für viele wird. Vor allen Dingen für unsere vielen Jugendlichen, die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind. Zeige du, dass die Kirche mehr zu bieten hat, als dass sie reine Institution ist. Zeige du den Menschen, dass die Kirche das ist, was du Petrus gesagt hast, nämlich, dass sie ein Schlüssel sein kann zum Himmelreich. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Bring dir alle Situationen, die uns sorgen, aber auch das, wofür wir dir danken möchten. Und wir bringen dir die Menschen, denen wir deine Fürsprache empfehlen.
Jesus, du hast uns das Kommen des Heiligen Geistes verheißen. Ja, gib, dass wir voll Sehnsucht darauf warten, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes spüren, dass wir uns bedingungslos in sie hineinfallen lassen können. Mach du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Schlusslied. Das ist die Nummer 570. Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gottesdienst um das Kommen des Heiligen Geistes gemeinsam bitten konnten. Wir danken euch dafür, dass ihr mit dabei wart. Wir bitten euch, dass ihr auf euch aufpasst und vor allen Dingen bleibt gesund und behütet. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir: Geht hin, ihr Gesegneten. Thank you.
Botschaft hinaus. Der Frieden des Höchsten erfülle euch neu und komme in jegliches Haus. Geht hin, ihr Gesegneten, Gott ist euch nah, ihr seid mit dem Worte beschenkt. Lasst wüten den Höchsten, lasst durch euch der Schritte und Worte euch lernt. Geht hin, ihr Gesegneten, stark in dem Herrn, wie er es der Sonne verheißt. Als Zeugen des Lebens, als Zeugen